Ihr wolltet einen Wolf im Schafpelz? Jetzt kriegt ihr einen. Das Ganze möglichst günstig. Das heißt, wir versuchen, dieses Auto für 5000 Euro auf 500 PS zu bringen. So, und hier haben wir auch schon unser Schätzchen. Ja, Joni, erzähl mal, was ist das überhaupt für ein Golf hier? War damals mein erstes Auto, habe ich von meiner Oma geerbt. Lass uns mal unter die Haube gucken und mal überlegen, was wir alles so machen müssen. Durch fest, es geht los. Boah, der dreht sogar durch. Das ist ja ein wahres Beschleunigungsmonster hier. 75, ja, noch schneller als ich dachte. Noch? Da war nur kurz ein Begrenzer. Zack. Alter, 19,0 Sekunden. Nächster Schritt ist, wir müssen hier den Motor ausbauen. Und dann machen wir aus 2 1. Toll! Mach mal. War nicht ganz lieber, aber gut auf jeden Fall. Aber da haben sich doch die ganzen Stunden gelohnt, wenn man jetzt hier so ein bisschen am Gas drehen kann. Wir sind zwar mittlerweile bei 641 PS angekommen. Potenzial ist auf jeden Fall da. Ich denke schon, dass das in Richtung 700 gehen könnte. Messtag ist beendet. Wir haben 8 Messungen gemacht, haben uns nach und nach ein bisschen weiter vorgearbeitet. Wir brennen das Ganze jetzt aufs Steuergerät, packen zusammen und dann wird als nächstes eine Runde geballert. Und jetzt wollen wir heute mal gucken, was an Leistung angelegen hat, damit das Auto diese Zeit fährt. 940. 316! Ja! Alter Schwede, was ist da los? 305,6 Sekunden. Leck mich am Arsch! Einfach nur geisteskrank, wie das Auto geht. Ich muss sagen, das Scheißhaus ist wirklich schneller als im Obenhaus. 998 PS an der Radnabe. Das waren jetzt ungefähr so, wie wir auf dem Event gefahren sind. Ja, also jetzt machen wir aber tatsächlich Schluss. 1072, mehr ist jetzt auch nicht zu holen. Für 5000 Euro auf 500 PS. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir stehen vor dem Oma Golf. Wir haben ihn in dem letzten Video noch so gelobt. Wir waren auf dem Prüfstand. 1072 PS am Rad gedrückt. Drück, drück! Jetzt muss man dazu sagen, selbst dort konnten wir schon nicht mehr ein- und auskuppeln, weil seit letztem Jahr TTT wir den Fehler gesucht haben, warum dieses Auto nicht mehr kuppelt. Wir sind eigentlich immer davon ausgegangen, dass es irgendwas mit Ausrücklager, Geber-Nehmer-Zylinder zu tun hat. Haben dann kurz vor, also falsch, es beim TTT war es noch nicht so, wir wollten das Auto zur Essen Motorshow fahren und in dem Moment ging die Kupplung nicht mehr. Essen Motorshow natürlich keine Zeit gehabt, deswegen erstmal einfach nur Auto hingeschoben. Dann wollten wir zu Benny auf den Prüfstand und haben am Tag vorher noch Geber- und Nehmerzylinder getauscht, lag aber daran auch nicht. Also die Kupplung hat schon getrennt, aber nicht komplett getrennt. Somit wir uns gesagt, ach komm mal, ja scheiß drauf, mit dem Dockgetriebe musst du zum Schalten eh nicht Kupplung trennen. Somit haben wir tatsächlich noch ein paar Leistungsmessungen bei Benny gemacht. Dabei sind diese 1072 am Rad gekommen. Wir blenden es nochmal ein. Ultra krasses Ergebnis. Ja, und dann haben wir uns jetzt gedacht, alles klar, wir könnten das Auto ja mal wieder so ein bisschen auf ein Straßensetup bringen. Das heißt, den Unterboden weg, den Auspuff drunter und einfach einmal das Getriebe rausziehen und mal gucken, was da eigentlich so los ist. Unsere Vermutung war, dass irgendwas Druckplatte, Ausrücklager, irgendwie sowas in der Richtung ist. So, also Getriebe runter und was wir da gesehen haben, wir blenden es mal kurz ein. War tatsächlich das Ganze schon gerade lose. Also das habe ich wirklich noch nicht erlebt. Und auch nicht nur so ein bisschen lose, sondern das Schwungrad hat sich so dermaßen auf der Kurbelwelle gelockert, dass diese Scheibe sich schon verbogen hat. Die hat sich aber nur dadurch verbogen, dass sich die einzelnen Schrauben aus der Kurbelwelle immer weiter rausgedreht haben und sich hier gegengedreht haben. Das heißt, hier war dauerhaft Gemüse angesagt. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Alter, Leute, warum habt ihr das nicht gemerkt? Ich kann euch wirklich sagen, es waren 10, 20 Leute an dem Auto bestimmt dran. Man hat nichts gehört. Also man hat wirklich durch diesen Alu-Auspuff kein neues Geräusch gehört. Nichts Klapperndes, gar nichts. Das heißt, am Ende des Tages war das Schwungrad lose und es ist leider alles kaputt.
Guckt euch das an. Das ist leider bei jedem Auto so. Ein Kollege hat mir gerade erzählt, er hatte das bei seinem GT3. Wenn sich das Schwungrad löst, sofort arbeiten die beiden Flächen aufeinander. Wir hatten tierisch Glück, dass dieses Rad nicht einfach bei Benny durch die ganze Firma geflogen ist, weil das ist auch wirklich sehr, sehr gefährlich. Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir es natürlich auch nicht gemacht. Aber dadurch, dass es Momente gab, wo die Kupplung gefühlt auf einmal wieder getrennt hat, dachten wir halt wirklich, Ausrücklager, Geber- oder Nehmerzylinder. Und in dem Fall war es uns egal. Hinterher sind wir definitiv schlauer, beim nächsten Mal wird man eher mal gucken. Aber wir wollten halt unbedingt eine Leistungsmessung machen. Deswegen ging es auf den Prüfstand. Ja, lange Rede, guckt euch die beiden Flächen an. Auch hier, guckt euch an, wie hier, das ist wie aufgeschweißt und hier fehlt es komplett. Also das Material ist komplett von hier gefühlt darüber gewandert. Jetzt haben die einen oder anderen, werden jetzt sagen, ah geil, ein Pfeil für Subi, aufschweißen, abdrehen und so weiter. Geht mit Sicherheit auch, aber VR6 Kohlwelle kostet vielleicht 100 Euro. Das ist ja ein Serienteil, da lohnt es sich absolut nicht, das wieder in Stand zu setzen. Das heißt, Kurbelwelle raus, neue Kurbelwelle rein. Dann gucken wir mal, dass wir von Ben ein neues Schwungrad kriegen, weil selbst das hier, ja, mit Sicherheit kann man das retten. Aber über diese Verbindung laufen am Ende 1000 PS und 9000 Umdrehungen. Boah, da Experimente zu machen, um ein paar Euros zu sparen oder um es einfach schneller wieder heile zu bekommen, das ist definitiv Quatsch. Das heißt, ich gehe davon aus, wir tauschen die Welle. Es kommt eine neue Kurbelwelle rein, es gibt ein neues Schwungrad. Also neu heißt einfach nur eine gebrauchte Welle. Und los geht's. Reibscheiben natürlich neu, Rest von der Kupplung, denke ich mal, können wir aber alt lassen. Warum ist das Ganze passiert? Kann ich nicht sagen. Waren ganz normale Serien VR6 Schrauben. Die waren auch passend angezogen und mit Schraubensicherung gesichert. Okay, bei dem Gewinde sieht man gar nichts mehr. Da ist jetzt halt so ein Gemüse drin. Das ist halt einfach alles Schrott. Meine Vermutung ist, da das relativ lange eingebaut war, keine Ahnung, vielleicht kann sich sowas tatsächlich mit der Zeit bei der Leistung ein bisschen losvibrieren. Ich meine, ihr kennt diese Läufe vom Race 1000, vom TTT auf eine halbe Meile. Zweite Gang, Kupplung fallen lassen, Räder einfach nur gedreht, 9000 Umdrehungen, Begrenzer. Da ist natürlich auch gut was los in so einem Ding, ne? Jetzt muss man dazu sagen, das Schwungrad war bestimmt 3-4 Jahre nicht ab. Keine Ahnung. Kann man jetzt über alles grübeln, ob erst die Schrauben sich gelöst haben oder ob die Schrauben länger geworden sind durch die Last. Es, keine Ahnung. Ist auch egal, kaputt ist kaputt. Ist nur ärgerlich, weil wenn ihr euch die Welle anguckt, ist das wirklich krass. Das sieht wirklich aus wie neu, muss man einfach mal so sagen. Die Lagerschalen sehen passend dazu genauso aus. Für den Teil ist es definitiv schade. Das Teil ist jetzt Altmetall. Die nächste Kurbelwelle kommt rein. Man kann einfach nur froh sein, dass nicht mehr passiert ist. In diesem Sinne, weiter geht's. Hallo, hallo, 1, 2, 5, 8, Test, Test, Test. Test? Test? Ja, ja. Ah, Wehmeyer freut sich. Erfolgreich vernichtet. Wehmeyer freut sich, dass er mal wieder schrauben darf hier, ne? Endlich mal wieder. Kein Bohrhammer in der Hand, ne? Sondern endlich mal wieder 2060. Ich bin immer noch fassungslos, dass der Block eigentlich immer noch nicht aufgegeben hat. Ja, wie gesagt, du wolltest es auch erst nicht glauben, dass ich gesagt habe, wir tauschen die Kurbelwelle hier eingebaut, ne? Nee, das habe ich echt nicht geglaubt. Aber das Ding hat einfach in Anführungsstrichen so gut durchgehalten, dass ich jetzt gesagt habe, bevor wir hier in unserem Leben die nächste XXL-Baustelle groß machen, ne? Also das ist der erste VR-Toro, wo wir irgendwann die Steuerkette machen müssen, meinst du? Aber genau. Deswegen habe ich gesagt, Alter, lass uns doch einfach nur hier schnell einen Abend bei ein paar Bierchen die Kohlwelle tauschen. Und Bierchen trinken und Bierchen trinken. Und das Auto zurückbauen, in Anführungsstrichen, auf unseren Street-Step. Das heißt, der ganze Unterfahrschutz hier, der kommt erstmal ab. Die gute BK-Auspuffanlage kommt wieder drunter. Wir wollen ja sogar noch gucken, dass wir sie noch leiser kriegen, ne? Ja, das muss ein bisschen, ne? Genau, und dann wollen wir eigentlich mal wieder ein bisschen Fahrmelding hier. Den konnte ich auch richtig gut sehen. Ist tatsächlich auf dem Prüfstand die Aluconda aufgeplatzt. Wird auch aufgegeben, ne? Ja, nee, wir gucken einfach mal, dass wir die Welle hier rauskriegen. Weil die, wie ich schon vorher sagte, ist halt irreparabel. Das ist Schrott, das wäre Fusch. Problem ist natürlich, um die Welle rauszukriegen. Man denkt immer, das ist so einfach. Muss natürlich der komplette Kettendeckel runter. Die Kette muss eigentlich runter. Dann muss auf der anderen Seite komplett Riemenrad runter, damit man dahinter an den Flansch kommt. Das ist natürlich diese Schraube, die besonders Spaß macht immer. Und dann ist ja auch wirklich noch die große Frage, was hier eigentlich so haupt- und pleuellagermäßig geht, ne? Auch die sind ja mittlerweile 3-4 Jahre drin, ne? Ja, ist echt krass. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob wir bei diesem Block jemals nach irgendwas geguckt hatten.
Ich bei mir immer, du nie. Ja, ich weiß nicht, ob ich, entweder haben wir einmal geguckt oder nie. Ich glaube nie. I don't give a fuck. Benny hat freundlicherweise uns die Kohlwelle einmal poliert und hat einmal Haupt- und Pleuellager gemessen und die ist definitiv auf Serienwert. Das heißt, von der Theorie her sage ich, fahren wir besser, die Lager drin zu lassen, weil die Lager nämlich logischerweise die Bohrung von dem Pleuel haben, weil die Welle ist definitiv die gleiche wie die, ne? Wenn ich weiß sie jetzt, gar nicht mehr, was wir hier für Pleuellager drin fahren. Wenn sie jetzt natürlich riefen etc., dann geht das natürlich nicht. Aber als allererste siffige Sache jetzt hier müssen wir halt irgendwie die Welle erstmal rauskriegen und dann sehen wir weiter. 2000 Jahre später. So, kurze Bestandsaufnahme. Aber Welle ging eigentlich ganz gut raus, ne? Das ging tatsächlich, ja. Wollte ich immer so machen. Also, waren auch wieder 2 Stunden, aber am Ende ist er raus. Also, das Gute ist, Lager sehen an sich eigentlich Taco aus. Hier einmal durch die Hauptlager, das ist auch die untere Seite, also die Seite, die druckbelastet ist. Das sieht immer durch diese schwarze Schicht so komisch aus. Ist auch genau das Licht hier, ne? Aber da ist jetzt irgendwie nichts am Fremdkörper und so. Die sehen Taco aus und auch die Pleuellager würde ich eigentlich alt lassen, das habe ich damals von Björn gelernt. Das, was ihr jetzt gerade seht, ist wirklich nur diese schwarze Einlaufbeschichtung, die weg ist. Jetzt haben die Lager hier allerdings wirklich ja schon ordentlich auf den Kopf bekommen. Ich glaube, so ein Lagersatz kostet 100 Euro. Das heißt, die Pleuellager machen wir neu, aber die Hauptlager lassen wir definitiv alt. Weil das waren die Hauptlager, die jetzt schön zu dem Block passen. Das heißt, die lassen wir. So, ja, Kohlwelle ist Schrott. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber sieht auch alles Taco aus. Sieht sonst Taco aus, genau. Hier kommt die neue rein. Ja. Das ist halt wirklich Schrott. Hier einmal neu. Was heißt neu, ne? Auch mal egal. Genau. Wobei, die war ja tatsächlich schon mal im Oma-Golf drin. Sieht man hier noch, Passat. Das ist die erste Schlachterwelle aus dem Schlachtauto, was wir hatten. Das ist hier wieder Recycling. So, und? Nachhaltig. Nachhaltig, genau. Wir gucken uns ja tatsächlich sogar auch die Ölpumpe mal an, ob hier irgendwas zwischen war und durchgegangen ist. Selbst das sieht erstaunlich gut aus. Also selbst die Ölpumpe kann sogar wieder rein. Und das ist sogar einfach hier nur so eine Febi-Zubehörpumpe für, weiß ich nicht, 80 Euro oder so. Also das hat tatsächlich gut funktioniert. Das kann man machen. Ja, jetzt wird natürlich nur das Problem sein, hier... Jetzt bräuchten wir einen Muckis. Genau, Welle ansetzen und irgendwie festkriegen. Also festkriegen wird nicht das Problem. Eher ansetzen und dabei die Axiallager und Hauptlager und alles da noch reinkriegen und wieder zusammenbauen. Aber bringt ja nichts, muss wieder zusammen. Ne? Mit deinem Achswellen in Haaren. Fast schwarze Haare. Ja, ja. Wehmeier hat sich wieder richtig aufgeregt. Der blaue Zeh von der Kugelwelle. Er hat es tatsächlich zweimal geschafft hier im Kopf rein. Beim dritten Mal hat er dann lieber den Schlauch draufgezogen. Ne? Den Schlauch. Den Handschuh. So, okay, alles klar. Weiter geht's. Also, neue Kohlwelle ist drin, Motor ist tatsächlich drin geblieben, Ölwanne ist abgedichtet, hier kann es jetzt direkt weitergehen. Es gab ein neues Schwungrad von Ben, hat er zum Glück noch anfertigen können, weil diese Kombination 02A-Getriebe mit 2-Scheibenkupplung wirklich selten verbaut ist. Das ist auch der Grund, warum diese Reibscheiben so ultra dünn sind, weil in der Getriebeglocke eigentlich gar kein Platz für 2 Scheiben ist. Ja, was haben wir uns überlegt, damit das Ganze nicht nochmal passiert? Vielen Dank an der Stelle an Hagen. Der hat tatsächlich diese Diamantscheiben machen lassen. Diamantscheibe erkläre ich euch einmal kurz. Normalerweise gibt es die Diamantscheiben, zum Beispiel bei der Limo, sind die unter dem Zahnriemenrad. Das ist eine Scheibe mit einer speziellen diamantbeschichteten Oberfläche. Und man merkt es schon beim Anfassen, vielleicht hört man es auch so ein bisschen. Die Oberfläche ist so krass diamantmäßig griffig von der Oberfläche her, rau, dass das Teil einfach zwischen Schwungrad und Kohlwelle kommt und somit quasi die beiden Flächen noch fester aufeinander hält. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, wir gehen auf Schrauben,
die eigentlich vom RS4 gedacht sind. RS4 hatte allerdings nur 8 von, jetzt haben wir sogar 10. Und das Problem bei 10 Schrauben ist, dass man normalerweise gar nicht mehr drauf kommt. Deswegen hat Flo mal kurz hier noch eine kleine Spezialnuss mitgebracht, dass wir das Ganze jetzt auch angezogen kriegen. Das heißt, jetzt ist genug Platz für diese Muttis. Die sehen schon echt krass aus, weil sie sieht gefühlt eigentlich nur nach einer Schraubfläche aus. Wundert euch das nicht, dass es einfach nur eine Nusssäge drunter liegt. Aber ich bin guter Dinge, dass das so wieder funktionieren kann. Also neu machen, nur Schwungrad und die beiden Reibscheiben. Zwischenscheiben laufen rund, oder? Ja. Die laufen rund, das lassen wir alles alt. Selbst die Druckplatte hier, die schon ein paar Mal was gesehen hat, das wird noch weitergehen. Aber die Reibscheiben mussten wir definitiv neu machen. Schwungrad war auch klar. Neue Kurbelwelle rein, das Ganze wird zusammengebaut. Und dann gucken wir, ob das Ganze läuft hier. So, eine Sache muss ich euch einfach noch zeigen. Ich glaube, man hört es schon. Könnte ich gleich die Dichtfläche mit sauber schleifen hier, ne? Und der Vorteil ist, es ist halt Diamant, weil unter der Flächenpressung gleich, wenn das Ganze hier richtig festgezogen wird, der Diamant halt bestehen bleibt und sich nicht wegdrückt. Und dadurch kriegt man dann am Ende so diese Flächenhaftungen. Aber hast du gut gemacht, Hagen. Sieht geil aus. So, wir ziehen das Ganze jetzt nach RS4-Spec an. Eigentlich ist es die gleiche 10.1er Schraube. Aber RS4 kriegt tatsächlich, jetzt haltet euch fest, 60 Newtonmeter und dann 2x 90 Grad. Also da ist echt saftig Zug drauf. Genau das Gleiche machen wir hier jetzt tatsächlich auch. Und wenn jetzt gleich was rausreißt, dann ist es so. Gut, mal Pizza fressen. Aber da das eigentlich RS4-Schrauben sind, und ich sage jetzt mal, die Kurbelwelle die gleiche Festigkeit haben muss und die Einschraubtiefe auch die gleiche ist, das haben wir kontrolliert. Muss ja schon so gehen. Aber mit 2x 90 Grad ist halt auch echt Saft drauf. Ja, jetzt wird der eine oder andere sagen, ob man das in einem Stück durchziehen muss. Eigentlich muss man es durchziehen, aber es gibt halt Momente, wo es ganz schön weh tut, wenn man abrutscht. Und volle 90 Grad hier eingebaut ist halt wirklich schwierig. Und am Ende, ihr seht, wir haben uns die Schrauben markiert. Man sieht halt, wann sie genau 90 haben, weil das ist halt der Vorteil bei einem Drehwinkel. 90 sind halt 90 und ist es egal, ob man da einmal abgesetzt hat oder nicht abgesetzt hat. Das passt schon. Wie fühlt es sich an? Boah, jetzt zum Schluss, so bei 80 Grad wird es schwer. Bei Limo war immer die Baustelle, dass links und rechts ein Turbolader hing und man so richtig bescheiden rangekommen ist. Also die zweiten 90 Grad gleich, die werden... Interessant. Wenn es knack macht, waren es 400. Aber das Witzige ist gleich beim Anziehen, bei der zweiten Runde wirst du merken, dass das Gefühl irgendwann wieder leichter wird. Ja, und wenn es ganz leicht wird, dann fahre ich einfach nach Hause. Nee, weil man merkt dann doch schon irgendwie, dass die Vorspannung so lange auch die Schwung da drauf ist. Also gefühlt ist es aber einfach so, dass die Schraube gleich 10-mal mehr kann als diese originalen Imbusschrauben und so, ne? Ja, auf jeden Fall. Weil die hat so einen fetten Kopf, hat auch ein durchgehendes Gewinde. Ja, ganz der Schwung besteht im Prinzip nur noch aus Schrauben. Wir haben da jetzt auch kein Fett oder so unter den Schraubenkopf gemacht, was man ja gerne macht, um die Reibung beim Anziehen zu minimieren. Also dass einfach die Schraube besser gleitet auf dem Schwungrad. Weil wir wollen einfach, dass es am Ende maximal fest ist. Das heißt, lieber jetzt ein bisschen mehr Kraft aufwenden, als dass es nicht fest ist. So, jetzt kommen noch die zweiten 90 Grad. So, jetzt seht ihr hier schön angestrichen, dass es gerade 3 Uhr ist. Und jetzt müssen wir noch einen weiter. Um 6 Uhr machen wir Feierabend. Ja, um 6 ist Feierabend. Recht schön, wenn wir bis 6 immer. Das fühlt sich aber gut an. Bist du eigentlich Linkshänder oder ist das ein Zufall? Ich bin Linkshänder, ja. Achso. Ich sag mal so, wenn es dann mit 2x90 sich gut anfühlt, ne, dann weiß man halt auch, dass es fest ist. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Das ist halt gut. Das wäre schon fast die Flosse das erste Mal gewesen. Ich leg dich. Das Gute ist, dass wir haben es ja markiert. Wir haben ja irgendwie immer gerade Ärger. Irgendwie kantet sich die Nuss runter. In Summe war es jetzt doch wirklich wieder gut Action eingebaut, diese Kurbelwelle zu tauschen. Ging aber nicht anders, wir wollten den ganzen Motor hier nicht ziehen. Es hat geklappt, jetzt kommt der spannende Moment, ob es wirklich geklappt hat. Das heißt, erstens springt er an, zweitens macht er irgendwelche Geräusche, drittens ist voller Öldruck da. Aber bevor wir das Ganze machen, seit dem Prüfstand haben wir ja keine Kompression mehr gecheckt, weil ich die Kerzen eh raus hatte, würde ich sagen, fangen wir erstmal an mit einem kleinen Kompressionscheck auf allen 6 Zylindern und dann schmeißen wir an. Aber sonst so, es war echt gut Action. Diese 10 Schrauben
auf diesem Schwungrad doch irgendwie nochmal anders zu gestalten, weil es ist einfach kein Platz. Also es ist wirklich so, dass es so eng aneinander ist, dass es wirklich jetzt so, das ist jetzt wirklich, wirklich Grenze. Aber ich hoffe, mit dieser Diamantscheibe von Beet funktioniert das. So, ja, also Kompressionscheck. Was muss er haben? Er muss eigentlich so, ja, so mit 9 Bar steht er eigentlich immer ganz gut im Futter. Sollte er nochmal so halten hier? Eigentlich ja. Nee, hat er nicht. Ist nur auf knappe 6 hoch. Und ich habe schon Sprit ins Gesicht bekommen. Ah, ja. Gut, dass du das sagst. Der spritzt natürlich gerade ein. Ja. Ja. Und dann müssen wir unseren Sahara-Trick kurz machen und einmal die ganzen Düsen rausnehmen. Okay, warum hält er jetzt nicht seinen Saft? Hält echt gar nicht? Nee, also wie siehst du es hier? Okay, dann ist scheiße. Dann müssen wir dann stellen wir die Kamera mit dem Stativ hier so hin. Ah, müssen wir einen drauf drücken, ne? Ja, ja. Wir nehmen doch wieder unseren guten Handprüfer. Der geht einfach immer. Also Tim, du gehst ins Auto und machst einfach so lange immer, bis ich Stopp sage, ne? Achso, ja, wenn du auch drin sitzt, dann kannst du auch Vollgas geben. Vollgas? Ja. Vollgas? Ja, nein, nein, kein Vollgas. Vollgas? Nein, nein, bitte kein Vollgas. Okay, Vollgas. Vollgas. So. Waren schon mal 8,5. Was mich verwirrt ist, dass er es trotzdem schafft, einzuspritzen, obwohl die Pumpen raus sind. Aber ich glaube, das war nur der Restdruck, ehrlich gesagt. Weil er kann keinen Saft mehr haben. Also, erste Zylinder 8,5. So, nächste. So. 9,2. Eigentlich sogar 9,5. So. 8,6. Jo. Jo. Boah, müssen wir eben schon so geflutet haben mit Sprit, dass ich ihn schon in der Fresse kriege. 9,1. Jo. 8,9, Alter, er ist genau eingefahren, das Ding. Jo. 9,0. Also, Kompression, Bombe, besser könnte es nicht sein. Jetzt gucke ich nochmal nach Öl und nach Wasser, drehe die Kerzen rein. Anlasser klingt ehrlich gesagt nicht ganz so geil, können wir jetzt gerade nicht ändern, ist so. Und dann gucken wir mal, ob er anspringt. Aber das zeigt gerade wieder, warum ich um diese Kurbelwelle trauere, weil auf allen Zylindern zwischen 8,5 und 9,2, das ist so perfekt für diesen alten Motor, dass dieser Motor ist einfach ein Phänomen. Also das ist wirklich einer der best- und langlaufendsten und stressfrei laufendsten Motor, den wir haben. Deswegen hätte ich wirklich hinterher getrauert, wenn wir da mehr als nur die Kurbelwelle kaputt gemacht hätten. Ja, der Moment der Wahrheit. Einmal runter gucken, ob irgendwas rausläuft. Nö. Ich gehe mal rein, mach mal an. Der sieht auch gut aus. Und checke als allererstes auch den Ölopener. Die Oma. So, ne, als allererstes checke ich mal. Ja, gut. Kupplung geht schon mal. Doch, das allererste, was ich an meinem Golf 1 damals reparieren musste, war auch Kurbelwelle. Habe ich schon irgendwann mal erzählt. Pleuellagerschaden, weil ich hatte Ölwanne, so viel Dichtmasse genommen, dass natürlich das Sieb von der Ölpumpe dicht war und auf dem Rückweg vom TÜV, Kasseler Berge, bumm, alles breit. Habe ich auch eingebaut, die Kurbelwelle getauscht. Cool, dann checken wir mal ab. Wie leise der auf einmal ist. Mit der Abgasanlage, ne? Ja, mit der Abgasanlage, wenn man jetzt den Alu-Auspuff gewohnt war. Also, Öldruck ist schon mal voll da. 5 Bar. Das ist schon mal gut. Also, er ist gerade für einen Kaltstart mit Ethanol viel zu mager. Deswegen läuft der noch so untertourig.
das Geräusch, was er jetzt hier hört, sind die mechanischen Nockenwellen. Und dass er jetzt noch so ein ganz bisschen unrund läuft, kann A an den krassen Nockenwellen liegen, weil ich erinnere mich, wir sind den mit dem Auspuff noch gar nicht so gefahren. B, haben wir jetzt die Steuerkette erstmal draufgeschmissen. Wir haben uns das zwar markiert, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Kurbelwellen so genau gefertigt sind, dass die Steuerzeiten nach dem Kurbelwellentausch noch gleich sind. Das heißt, wir müssen hier jetzt auf jeden Fall noch einmal die Nockenwellen einmessen, dass die so stehen, wie wir es wollen. Das habe ich aber noch mit Absicht nicht gemacht, weil es steht ja noch ein Stand mit Marius aus. Und da werden wir auf jeden Fall wieder ein paar Erfahrungen machen und dann kann ich die Nockenwellen nämlich gleich richtig einstellen. Geil. Checken, ob Kupplung geht. Oh, die Sandscheibe. Erste Gang. Zweite. Dritte. Vierte. Fünfte. Wäre geil, wenn so ein Auto dann wieder läuft. Vor allen Dingen halt dieser Innenraum mit der Leistung, ne? Das ist halt einfach nur geil. Also, Auto läuft. Wir lassen den jetzt noch einmal warm laufen, dass der Wasserkreis so entlüftet ist. Wir müssen dieses Auto ein bisschen in Action sehen. Ich weiß noch nicht wie. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr euch wünschen würdet. Ich finde zwar Events auch geil, aber ich überlege, ob wir mal so ein Flugplatzvideo machen, wo ich so 2, 3, 4 Leute einlade und wir einfach mal einen Tag auf dem Flugplatz verbringen und mal ein bisschen zeigen, was so ein Auto kann. Also ich persönlich fände halt mal einen Vergleich geil gegen serienmäßigen Porsche Turbo und solche Sachen, dass man einfach mal sieht, wie dieses Auto aus dem Platz rausgeht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr gerne sehen wollen würdet. Vergleiche gegen welche Autos. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Entschuldigt mein Grinsen im Gesicht, bin einfach nur happy, einfach nur geil, dass das Ding wieder läuft. Achso, ihr habt vielleicht mitbekommen, wir haben das Ding zurück auf Straße gebaut. Wieder Auspuff drunter, Unterfahrschutz ab, Diffusor ab und so weiter. Weil das Auto soll jetzt erstmal wieder sein Street-Setup kriegen und dementsprechend genutzt werden. Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.